Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich bin heute leider ein bisschen spät dran, weil ich auf meiner eigenen Obsession bin. Und zwar spiele ich derzeit The Binding of Isaac Rebirth Plus und Afterbirth Plus, besser gesagt. Und es gibt einen Charakter, der nennt sich Keeper, der ist sehr schwer. Und jedes Mal, wenn ich perfekte Items habe, wenn ich es schaffen kann, ich muss in die schwarze Ebene, in den Dark, wie nennt sich das? In die schwarze Ebene halt, wo The Lamp ist. Aber jedes Mal nehme ich das falsche Polaroid und ihr habt gerade eben wieder verkackt und es war schon 2 Uhr. Ich bin völlig mit den Nerven am Ende. Und ich dachte mir, komm, nimm mal lieber Assassin's Creed auf. So, wir haben eine Insel, die scheint sehr stark bewacht zu sein. Das nehme ich mit. Und wir müssen hier auf diese Insel, die anscheinend gut bewacht ist. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das hier das Richtige ist, weil da steht die Spur von Lucia Marquez. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht die richtige Insel ist, die wir suchen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Insel es ist, welche die will. Aber ich sehe hier gerade keinen anderen Auftrag. Also muss es das doch sein. Okay, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns einfach überraschen. So. Mein Ziel ist es nämlich, The Binding of Isaac alle Erfolge zu bekommen, bis die Nintendo Switch rauskommt. Weil da dann The Binding of Isaac Afterbirth halt ist. Da kann ich das unterwegs spielen. Aber ich will es erstmal auf PC durchspielen, damit ich es halt auf der Switch spielen kann. Und ich habe jetzt halt noch knapp, einen ganzen Monat Zeit. Knapp ein Monat ist es jetzt noch, ne? Stimmt. Jetzt habe ich noch knapp einen Monat Zeit. Mal gucken, was passiert. So, erstmal rammen wir den Typen hier, ne? So, jetzt ducken wir uns mal kurz. Oder auch nicht. Was habe ich gemacht? Oh Gott. Bin so verwirrt. Schieß doch einfach. Schieß doch. Okay, ich habe keine schweren Kugeln mehr, glaube ich. Naja, machen wir sie so schnell kaputt. Feuer! Ich bin komplett außer Reichweite. Oder auch nicht. Ja, die können nichts gegen mich machen. Okay, ich bin gegen Land gefahren. Shit. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Komm zu mir! Genau. Komm zu mir. So. Jetzt sollte ich irgendwie hier wegkommen. Und dann schauen wir uns erstmal das Schiffchen hier. Das kann ja gar nicht mal so schwer sein, ne? Muss wahrscheinlich auf die andere Seite. Nein, muss ich nicht. Ha! So. Komm her, mein Freund. So. Dann gehen wir zuerst hier an das kleine Ding. Oder auch nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So. Du siehst mächtig aus. Ja. Den schieße ich noch kaputt. So. Da noch. Zack. 8 Leute schon fertig gemacht. Läuft. So, will noch jemand Stress? Du hier bestimmt, ne? Benutzt auch nur Fäuste gegen dich, wenn du ein Lappen bist. So. Ah, da haben wir schon einen. Eigentlich braucht man hier nicht mal eine Waffe bei Assassin's Creed. Man braucht nicht mal eine Waffe. Man muss nur fähig sein, B zu drücken. Was ich nicht immer bin. Aber manchmal. So, einer noch. So, holen wir uns mal eine Waffe raus. Au! Ich war ja nicht mal im Kampf involviert. Oh. Okay, okay. Jetzt kämpft doch, Cannonway! Er kämpft nicht! Meine Fresse. So, gib mir meinen Stuff. So, Holz, Zucker, schwere Kugeln. Ah, schwere Kugeln, sehr schön. Aber. Ne, wieso nicht? Ich könnte gute Männer brauchen. Die Szene hatten wir noch nie.
So, wir haben immer noch nicht das Zeug bekommen, was wir brauchen. Vorsegel setzen. Und das hier sieht aus wie eine Maya-Insel. Vielleicht wurde sie deswegen so gut bewacht. Lass mich da hinten in Ruhe, ich muss hier vor Anker gehen. Kommt auf uns zu. Was? Während eines Konflikts? Soll ich doch, ich hab... Ach Mann. Soll ich den ernsthaft da hinten noch fertig machen? Vieren und Fahrt aufnehmen. Ja gut. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun, als irgendwie Schiff platt zu machen. Alle Segel, sie wollen wir nicht halb tot. Wir werden uns mal hier hinten hinstellen und von weitem ein bisschen draufballern. Segel einholen. Alle Segel reffen. So. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Feuer! Bereit zu schießen, Captain. Feuer! Oh! Achtung! Die schießen ganz schön oft. Feuer! Vielleicht sollte ich mich bewegen. Segel setzen! Feuer! Bereit zu Feuer! Macht euch bereit! Oh Gott! Nein! Oh, ich bin gegen die Insel gefahren. Das ist doch nicht dein Ernst. Wo bin ich jetzt? Hä? Gott. Nein, ich werde jetzt nicht gegen dich antreten. Das kannst du knicken. Nein! So viel Sinn. Was soll denn die Scheiße? Ich bin gerade erst gespawnt. Okay. Volle Kanne gegen das Schiff rammen. Das ist mein Ziel. Wir müssen nur noch dieses eine Schiff hier platt machen. Das andere hat sich zum Glück schon verzogen. So, das nehmen wir nochmal mit. Zack. Okay. Volle Rammkraft! Volle Rammkraft! Och, das zweite ist immer noch da. Hey. Oh, meine schweren Kugeln sind weg. Oh, das ist nicht dein Ernst. Okay, diesmal reparieren wir unser Schiff, anstatt unser Zeug da loszuwerden. Mars und Topsegel bereit, sie verwundbar, Captain. Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Nur ein gut platzierter Schuss. Feuer! Okay. Wieso war der Kampf gerade nicht eben so leicht? Einholen und aufgehen. Voll gemein. Der Segel jetzt kann ich den zweiten auch noch platt machen. So. Macht diesmal aber keine Gefangenen. Dieses Mal mache ich keine Gefangenen. Ach, ich habe keine Rauchbälle. Ich habe gar nichts. Meine Fresse, okay. Das sieht mir nach dem Captain aus. Der steht immer am Steuerrad. Hast du es überlebt? Die Sau. Huh? 7 von 15, naja, immerhin. So, Leute. Au! 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 The fuck? Oh, ihr kein Scheiß. Was zum... der zittert erstmal. Ey! Ich konnte gar nicht kontern, das war eigentlich unmöglich. Bitchlap! Oh Mann, was war das denn schon wieder? So, schnell mal alle erschossen. So läuft das. Nein, ich muss mich gar nicht reparieren, ne? Oh komm, scheiß drauf. Bekanntheit jetzt gerade habe ich eh nicht. Die Frage ist, kann ich vielleicht jetzt schon aussteigen? Wenn ich jetzt aussteigen könnte, wäre das perfekt. Okay, perfekt. Ich schwimme da jetzt hin. Ist mir scheißegal. Muss ich wenigstens nicht gegen das Schiff kämpfen. Da war ja klar, dass es wieder stürmt. Es stürmt jedes Mal, wenn ich irgendwo Richtung Festung gehe oder so, oder wenn ich das spawne. Dann fängt es an zu stürmen. Soll ja episch sein und so ein Kram. Ist das überhaupt die richtige Insel hier? Von der Seite aus? Ich glaube ja nicht. Aber wir gucken mal.
Es kommt mir vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Jetzt ab. Aber dann hätte ich hier auf jeden Fall einen Spawnpunkt gehabt. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Puh. Pinos Eisel. Okay, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich, wo ich hin sollte. Hier wird höchstwahrscheinlich ein anderer Auftrag sein. Okay, da ist auf jeden Fall das Ding. Vielleicht sollten wir den erstmal holen, damit ich hier halt einen Schnellreisepunkt habe. Und wir den Maya-Stein sehen können, weil den Maya-Stein muss ich ja auch noch mitnehmen. Was ist denn hier los? Lass mich mal nachladen. Hey. Treib doch gleich Unzucht. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ja, ja. Ich wollte hier nur vorbei. Also somit können wir uns die Insel angucken. Und hier muss irgendwo auf jeden Fall da klettern. Tenenway. Klettern. Bitte nicht mehr als klettern. Alter. Ja, nee, ist klar. Jetzt läuft da unten ein Puma rum. Jungs, tut doch was dagegen. Er schießt den wenigstens, damit ich da nicht gleich dran leide. Ach, eine kleine Maya-Stadt. Ja, er läuft ihm hinterher. Erledige ihn. Nein, die ignorieren sich einfach. Der ist nicht tot. Der ist jetzt tot. Kein Risiko eingehen. Er ist Puma. So. Panther. Panther, Puma, alles dasselbe. So, da hinten ist der Meierstein. Und, oh, zwei Meiersteine. Und da müssen wir dann schlussendlich hin. Okay. Kümmern wir uns zuerst um die Meiersteine. Wenn die hier schon so auf dem Präsentierteller sind. Okay, das sieht eigentlich recht einfach aus. Dadurch, dass wir diesen umgestellten Stein haben. Oh, es ist nicht mittig, Leute. Oh mein Gott. Tada. Unglaublich sauber dafür, dass es unter der Erde war. Gut, noch ein Schlüsselstein. Wie viel haben wir jetzt? Ein von zwei, ja, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Wir brauchen den anderen Maya-Stein und der befindet sich genau da. Und dann werden wir direkt zur Mission gehen. Auch wenn das wahrscheinlich die falsche ist. Wir werden die andere Mission noch finden. Wir erkunden sowieso die Inseln. So wie diese hier. Ach, schon wieder. Warum wollt ihr mich nicht anhören? Bitte, hört, was ich sage! Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Achso, ich habe zu viele Mitglieder. Huch, im Wasser? Okay, jetzt, das ist ja besonders schwer. Hallo? Epstop, geht doch. Und noch ein Meierstein. Das ist der zweite von dieser Insel. Leider weiß ich nicht, wie viele wir insgesamt haben. Da werde ich mal nach der Folge direkt schauen, damit ich weiß, wie viele wir noch suchen müssen, bevor wir das Geheimnis der Meiersteine lüften. Oh yeah. Hi, noch ein Schlüsselstein. Sehr gut. Next Stop wird dementsprechend Templerjagd sein. Das heißt, die Karte, die wir gesehen haben,
als wir das Spiel beendet haben, waren nicht alle Quests, die noch vorhanden sind, sind alle möglichen Quests gewesen. Das heißt, wir hatten ja auf der Insel, wo wir gestern waren, zwei verschiedene Quests. Und die wurden uns auch auf der Karte angezeigt. Nur eine davon führte zur anderen Quest. Moment, das heißt, wenn ich... Ich habe ja das Bild... Zum Glück habe ich sie aufgenommen. Ich habe ja das Bild von der Karte, wo alle Quests drauf sind. Wenn ich die verfolge, müssten wir irgendwann da ankommen. Wir waren ein ganzes Leben nicht mehr hier. Dieser Dschungel ist immer noch voller Ranken und Ränken. Das ist sie trotzdem. Marquette, doch, das ist sie. Zu ihrem Vorteil nutzen. Doch wir wissen, dass sie hier ist. Sie erwartet uns nicht. Wir müssen sie finden, herauslocken und ihr ein Ende bereiten. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Tolle Synchro. Wir haben sie doch gefunden. Aber das war nicht die Insel, die sie meinte. Sie meinte irgendwas von Tuf. Ich habe irgendwas noch mit Titten im Kopf. Irgendwas war das. Tittentuf oder irgendwie so ähnlich. Weiß nicht, kannst du dich beeilen? Beeil dich! Was? Du solltest jetzt Angst bekommen. Alter, hinter dir ist was explodiert und du drehst dich um und denkst dir einfach nur, hä? Ich wäre um mein Leben gerannt, wäre ich. Wärt ihr um euer Leben gerannt, wenn hinter euch so ein Fass explodieren würde? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Oh Gott, wo läuft der denn hin? Oh, bis da hinten hin. Kannst du nicht hier lang laufen? Das ist doch kürzer. Jetzt bleibt er auch noch stehen. Da ist niemand, wirklich. Ich kann es bezeugen. Ich kam gerade von da hinten. Wenn der mich jetzt noch sieht, ne? Das ist aber Geburtstag hier. Mann, der braucht so ewig. Pass auf, jetzt stolpert er danach drüber und dann... Der ist aber durchgelaufen! Ein normaler Mensch wäre dabei gestolpert. Er bleibt stehen. Ob das an der Explosion liegt? Jedes Mal, wenn er nach hinten guckt, hofft er eine Explosion zu sehen. Es ist Silvester, muss man dazu sagen. Mein Gott. Jahre später. Na los, beweg dich, du bist fast da. Das Problem ist, ich hab keine Pfeile mehr. Wachen eliminieren. Ich weiß, sie ist hier. Lucia Marquez. Ich spüre es. Sie hat sich verkrochen. Tun wir etwas, was sie nicht ignorieren kann. Ja. Eliminiert diese Männer. Mann, ich wollte es schleichend machen. Naja. Hey. Ich hab nicht mehr gesehen, dass er mich angegriffen hat. Ich muss auf jeden Fall gleich die Leichen untersuchen. Au! Ja, guck nur zu, Madame. Guck nur zu. Ich mach das schon alleine. Aber willst du mich verarschen? Stirb halt! Benutzt dein Pulverfass! Ja, jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür. Wow. Einfach wow. Nein. Isoliert sie. Lass ja, ich habe keine Munition fürs Pulverfass. Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Irgendwas stimmt mit dem Spiel momentan nicht.
Dreh mal nicht durch, du hast mehr Leben als ich. Nahezu noch abgeblockt. Ich hab auch nichts, ne? Ist langsam mal gut, oder was? Nein! Dieses Steuerkreuz! Man kann sich nicht gleichzeitig bewegen und dieses Steuerkreuz benutzen. Jetzt habt ihr aber verkackt, Leute. Jetzt habt ihr aber verkackt. Jetzt kriegt's hier voll aufs Fressbrett. Es kommen noch mehr! Schaltet sie auf! Isoliert sie! Ernsthaft? Was? Ein Schuss? Was zum Teufel? Sie sind weg! WTF? Einfach nur lol. Oh Mann, musst du jetzt gerade zuschlagen? Na, zum Glück habe ich ihn in die Eier getreten. Alter, der Typ, der geht mir so auf den Sack. Ich hab nichts mehr. Komm schon, gib mir irgendwas. Zwei Rauchbomben, zwei Kugeln, okay. Ihr? Du bist alleine. Ich glaub, sie ist ein bisschen schizophren. Na komm. Es hat doch keinen Sinn. Nein. Ich darf nicht durch die Hand einer Taino sterben. Mein Vater erkannte das Potenzial dieser Inseln. Gold. Industrie. Freiheit. Es wird alles vergeudet. Ihr wisst nicht, wie ihr es nutzen könnt. Er hätte euch Reichtum gebracht. Ihr glaubt, wir vergeuden Freiheit, indem wir frei leben? Ihr sterbt als Gefangene eures Templerwahns. Streiten wir nicht mit einer Toten. Das versöhnt mich. Yeah! Yeah! Autsch! Yeah! 4 von 5. Ein Schlüssel noch! Ein Schlüssel noch! Dann haben wir es geschafft. Krass! Krass! Gut, Freunde, ich würde sagen, ich versuche jetzt den ausfindig zu machen, der uns noch fehlt. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann weiß ich hoffentlich, wo es hingeht. Yeah! Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ein Daumen nach oben tut mich weh.